Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Table Schmock. Und nachdem es in den letzten Wochen ja irgendwie immer ganz ruhig und mit viel Theorie vor sich ging, wollen wir jetzt endlich die letzten Meter machen. Wir wollen unsere Platte endlich fertig kriegen. Das heißt, hinter mir seht ihr da schon mal das Rohmaterial. Und ich habe im Baumarkt zwei XPS-Platten gekauft. Kostenpunkt 12,50 Euro pro Stück. 4 cm dick. Ungefähr 65 mal ungefähr 1,20, also ganz normale XPS-Platten. Und da werde ich jetzt heute erstmal das hier drauf machen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das ist das, was ich mir überlegt habe für die Platte. Ihr seht die beiden Platten aufeinander. In der Mitte ist ein Trennstrich, der ist horizontal. Das ist das, wo die Platten sich berühren werden. Oben das große Viereck ist Liebert Wolkwitz, links daneben der Galgenberg, rechts daneben der Wald. Und unten rechts in der Ecke seht ihr den zweiten Wald. Das Ganze mit einer Pflastersteinstraße, die mehr oder weniger senkrecht von Norden nach Süden durchgeht. Und mit vielen kleinen Feldwegen. Das sind diese kleinen Äderchen, die ihr seht. Und das ist auch der Plan für heute. Das heißt, ich nehme es mal auf. Ich habe hier meine Osmo laufen. Wo ist sie denn? Da steht die Osmo. Und die nimmt das Ganze im Zeitraffer auf, damit ihr ein bisschen gucken könnt und ich euch ein bisschen kommentieren kann, was ich hier eigentlich so mache. Und jetzt geht es erstmal an den Rohbau. Mal gucken, ob wir das in dieser Folge komplett machen oder ob ich eine Folge für den Rohbau und eine Folge für die Begrünung mache. Ich weiß es noch nicht, aber ich werde es mir noch überlegen. Ja, die Platten habe ich also gekauft vorhin und habe sie jetzt ein paar Stunden hier liegen lassen. Was ich sehr empfehlen kann, ist schwere Bücher zu nehmen, also insbesondere hier so Pen-and-Paper-Bücher und sowas. Eignet sich immer sehr gut, aber auch Warhammer-Regelbücher sind perfekt dafür geeignet, das Ganze ordentlich flach zu machen. So, jetzt erstmal kommen die Ränder ab, dann werden die Platten schön gemacht, dass sie mehr oder weniger vernünftig rechteckig aneinander passen. Und dann hören wir uns bestimmt wieder, wenn ich damit durch bin, weil dann geht es malen los. Also, bis dann. Fangen wir also mit dem Rohbau an. Wir haben die beiden Plattenelemente und schneiden jetzt erstmal die Kanten ab. Das Ganze ist ein bisschen fummelig, einfach lange und kontrollierte Schnitte machen und dann passt das einigermaßen. Wenn es am Ende nicht gut hinhaut, naja, dann nehmen wir halt den kleinen Schleifer zur Hand und schleifen alles ein bisschen gerade. Das zweitwichtigste Werkzeug, was ihr bei diesem Plattenbauprojekt braucht, ist natürlich ein Staubsauger, denn mit XPS arbeiten bedeutet vor allen Dingen eine Riesensauerei. Ich schneide mir jetzt also aus einer weiteren Platte ein paar Hügel auf. Kleiner Spoiler, ich werde diese Hügel später nochmal neu machen, weil sie mir einfach nicht gefallen haben. Trotzdem seht ihr hier, wie es geht. Lange Schnitte immer an den Kanten entlang und dann bekommt man einen einigermaßen brauchbaren Hügel. So, geht gut los. Die ersten Schnitte sind gemacht. Und wie es natürlich immer so ist, mein Proxon ist bei Sascha. Und das bedeutet, ich kann hier keine geraden Schnitte machen, weil ich auch nichts Langes zum Anlegen habe und auch handwerklich zu dumm bin, einen geraden Schnitt hinzubekommen. Deswegen habe ich mehrere nicht so gerade Schnitte gemacht und jetzt kommt der Schleifer zum Einsatz. Aber wichtig natürlich dabei, Schutzbrille auf. Die Hügel rund zu schleifen dauert ein bisschen, weil wenn das Schleifpapier, was man benutzt, zu grob ist, ja, dann zerreißt man sich den XPS-Schaum. Glücklicherweise kann ich meinen Staubsauger hinten an den kleinen Schleifer anschließen, deswegen ist die Sauerei nur halb so wild, wie sie normalerweise wäre. Wenn ihr diese Möglichkeit nicht habt, solltet ihr euch überlegen, das vielleicht draußen zu machen. Wie schon angesprochen, bin ich mit den Hügeln aber eigentlich nicht so wirklich zufrieden, weil sie für 6 mm viel zu hoch und immer noch viel zu steil sind. Deswegen fange ich hier an, mit ein bisschen Styrodur, was ich noch rumliegen hatte, einfach mal einen kleineren Hügel zu machen, der ein paar Treppen hat. Unterm Strich wird sich das am Ende als die bessere Lösung herausstellen. So, okay, die Arbeitsfläche ist wieder halbwegs aufgeräumt und ich habe mich, soweit es geht, von statisch aufgeladenen Styrodur Fleckchen und Schnittchen und Schnipselchen befreien können. Ja, also, kommen wir zurück. Das ist also die Platte, wie sie aktuell aussieht. Sehr schlicht. Viel zu schlicht, da passiert aber noch was. So, jetzt haben wir wieder hier unsere gute alte Skizze.
Und wenn wir auf die Platte drauf gucken, dann sieht das ungefähr so aus. Das heißt, ich muss mal kurz gucken, ob ihr was erkennen könnt. So, das ist die Platte und diese Wege und der ganze Kram muss da jetzt drauf. Was passieren wird, ist, die Pflasterstraße, die einmal quer über die Platte geht, die drucke ich gerade auf den Drucker. Das heißt, ich habe auf dem FDM-Drucker so kleine Plättchen, die ich dann ausdrucke und mir nebeneinander liege, um diesen Pflasterstraßeneffekt auch in 6 mm zu bekommen. Die Feldwege werden nur mit Sand angedeutet und angemalt und dann kommen die Wälder drauf. Und wenn ich dann die Flächen habe, weiß ich auch, welche Flächen für Felder noch über sind. Das heißt, alles andere drumherum ist ja irgendwie agrarwirtschaftlich sehr, 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 sehr intensiv genutzt. Das heißt, ich werde viele Felder machen, die natürlich jahreszeitgemäß praktisch alle abgeerntet sind, aber nicht alle braun sind. Das wäre ein bisschen langweilig. Das heißt, ein bisschen grün, ein bisschen gelb, ein paar Heuballen stehen vielleicht noch irgendwo drauf rum, damit es ein bisschen abwechslungsreich ist. So. Aber bevor das passieren kann, muss der ganze Kram auf die Platte gemalt werden. Ich nehme das immer, um mir das so ein bisschen besser veranschaulichen zu können. Und dann hat man wie so ein leeres Puzzle, wie Malen nach Zahlen, was man dann mehr oder weniger Stück für Stück vervollständigen kann. Also, nächster Halt, während die Berge jetzt erstmal kleben. Ich habe da jetzt ganz normalen Hobbyleim genommen. Der würde natürlich jetzt eigentlich nicht die beste Wahl sein. Dann nimmt man normalerweise sowas wie Liquid Nails oder sowas, Montagekleber. Da der ganze schöne Kram aber am Ende mit Modeling-Kampon noch überzogen wird, egal. Weil damit werde ich die Berge versuchen auszustreichen und auf die beiden hohen Berge kommen natürlich ein paar Steine drauf. Aber die, wie gesagt, kommen leider erst morgen wieder zu mir nach Hause, von daher Pech gehabt. Also, malen wir eine Runde, ne? Hier sehen wir nun also die Platte in ihrer aktuellen Form und ich bin ein Augenmensch, das heißt, ich muss Dinge immer mir visualisieren. Deswegen male ich jetzt, auch wenn es später nochmal übergemalt und übergesandet wird, trotzdem schon mal die Verläufe der Straßen, der Wälder und der Stadt auf. Einfach, um für mich so ein bisschen besseres Gefühl zu haben. Hier hinten sehen wir gerade im Hintergrund, dass ich den ersten Hügel schon ersetze. Der andere pinke Hügel wird auch noch ersetzt. So, die Bude sieht aus wie ein Schlachtfeld, aber naja, ganz so schlimm ist es nicht. Ich mache heute Feierabend, weil irgendwie weiß ich es auch nicht. Also ich habe auf jeden Fall erstmal die Merkmale auf die Platte gemalt. Ihr seht, alles noch eine Farbe, weil ich gerade keine andere da hatte. Und ich hatte jetzt keine Lust, noch mal in den Keller zu laufen. Also was sehen wir hier? Wir haben hier einmal Liebert Wolkwitz, das ist das große Viereck. Dann die große Straße, über die ich viel gesprochen habe. Die ganzen kleinen Wege. Die beiden großen Flächen hier vorne. Also diese Fläche hier und diese da hinten. Das sind die Waldflächen, die so reingehen und die drei Berge. Ich habe mir jetzt überlegt, während ich die Flächen gemalt habe, habe ich mich irgendwie an dem großen Berg hier gestört. Deswegen habe ich jetzt einen kleinen hingemacht, wird alles noch zugespachtelt, das heißt, das Waffelmuster ist dann auch weg. Das ist irgendwie das Schöne beim Plattenbau, es ist ja ein kreativer Prozess, da steht ja nichts, was man erstmal auf die Platte draufgebracht hat, ist ja nicht für immer da. Ach, so richtig zufrieden bin ich irgendwie gar nicht, was vor allen Dingen daran liegt, dass ich nicht dran gedacht habe, mir meinen Kram wieder nach Hause zu organisieren. Ja, also beim Plattenbau gilt natürlich, Vorbereitung ist alles, ne? Und wenn man glaubt, man hat alles, dann hat man was vergessen und muss nochmal drüber nachdenken. Naja, kann man nichts machen, ist halt so. Morgen geht's weiter, beziehungsweise morgen kriege ich die Sachen wieder und dann wird der ganze Mist verspachtelt hier, wenn die Farben trocken sind. Und wenn der ganze Mist verspachtelt ist, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Weil dann geht es nämlich fix, weil Grünzeug, das ist einfach mehr oder weniger ein oder zwei Arbeitsschritte. Ne? Also die Wälder werden aufgebracht. Da nehme ich übrigens, da mache ich übrigens voll den Profi-Trick. Ich habe ja hier hinten, ich nehme euch mal einfach mit, ich habe ja hier hinten meine ganzen Wälder, die ich alle schon gebastelt habe. Ne? Und ich bin voll der Fuchs. Ich klebe die einfach auf die Platte. Spare ich mir einen Arbeitsschritt. Aber ansonsten ist es okay. Also wie gesagt, das Grünzeug, das geht dann schnell, wenn diese Spachtelmasse erstmal getrocknet ist. Und dann die Wege machen, das geht auch relativ fix, wenn das mit der Pflastersteinstraße einigermaßen so klappt, wie ich mir das vorstelle. Wäre ja schön, wenn auch mal was funktionieren würde. Dann geht das eigentlich auch ganz gut. Und das Beste ist, die Häuser für Liebert Wolkwitz habe ich schon angemalt. Das heißt, die muss ich nur noch aufkleben und dann ist gut. Ja, also irgendwie ein gemischtes Ergebnis. Also es geht vorwärts, die Platte sieht furchtbar aus, wir sehen es hier, aber man kann erkennen, wo die Reise hingeht. Und in die ganzen Leerräume kommen dann halt so angedeutete Felder. Und wenn dann erstmal das Grünzeug drauf ist und dann die ersten Bäume gepflanzt sind, dann sieht die Welt schon ganz anders aus.
Also Feierabend für heute, irgendwie unbefriedigend, aber nutzt ja nichts. Wie ihr seht, habe ich den letzten Hügel jetzt auch ersetzt und ich passe ein paar selbstgegossene Steine an und setze sie auf den Hügel. Das Schöne beim Plattenbau ist, es ist ein sehr kreativer Prozess und nichts ist endgültig. Unterm Strich habe ich mich am Ende dann doch wieder gegen diese Steinformation entschieden. Sie ist also auf der Platte nicht mehr zu sehen. Den Modeling Compound habe ich zum ersten Mal benutzt und ich fand ihn eigentlich ganz schön zum Verarbeiten. Es ist eine Modelliermasse mit Zeitungsschnipseln drin, was dem Ganzen relativ viel Halt und Struktur gibt. Unterm Strich eine coole Sache, die ich bei zukünftigen Platten, wenn ich nochmal welche baue, sicherlich gerne wieder benutzen werde. Jetzt noch schnell die Straße gelegt und das Dorf mal so hingestellt, wie ich mir es am Ende vorstelle. Und die Straßenplatten sind wie gesagt ja gedruckt. Wenn das Ganze dann getrocknet ist, dann beginnt die Phase, die mir beim Plattenbau eigentlich erst richtig Spaß macht. Die ganze Platte wird also mit verdünnter dunkelbrauner Farbe oder ich habe hier so eine mittelbraune Farbe eingestrichen und dann mit Vogelsand besehen. Ich nehme gerne Vogelsand, da kostet ein 2,5 Kilo Sack irgendwie 99 Cent und der ist sehr ergiebig. Das Ganze mache ich auf der ganzen Platte in zwei oder drei großen Arbeitsschritten. Das heißt immer, hier bot sich ja an, die Straße als Trenner zu nehmen. Und dann entsprechend seht ihr es ja eingestrichen, übergebröselt und dann über Nacht gut trocknen lassen. Sobald das Ganze dann getrocknet ist, wird es entsprechend abgekippt, damit der lose Sand weg ist. Und jetzt nehme ich noch mehr verdünnte Farbe und streiche wieder über alles drüber. Das hält bombenfest und praktisch für immer. Am nächsten Tag war das dann alles ganz gut durchgetrocknet und ich habe die schwarzen Straßen nicht weiter grundiert, sondern einfach mit zwei verschiedenen Grautönen gut trocken gebürstet. Das reichte am Ende und so sah die Stadt dann langsam doch immer besser aus. Den ersten Feldweg habe ich schon mal mit einer Terrakottafarbe eingestrichen und so geht's weiter, immer gemäß der Skizze und den Karten, den ich hatte, die weitere Feldwege einstreichen. Und jetzt sehen wir langsam, okay, es beginnt sich etwas zu entwickeln. Noch ein paar Wälder hingestellt, weil ich wie gesagt ein Augenmensch bin und deswegen immer wieder meine Sachen auf die Platte stelle, um das Gesamtbild nicht aus den Augen zu verlieren. Als nächstes mit dunkelbraun die ersten Felder eingezeichnet. Hier versucht bitte auf keinen Fall irgendwelche Muster zu erzeugen, sondern macht es einfach ein bisschen durcheinander. Ich habe dann eine weitere Farbe genommen, das ist dieselbe Farbe, die ich auch bei den Wegen genutzt habe. Ich habe sie ein bisschen getönt mit einer anderen Farbe gemischt, dass sie ein bisschen heller ist und weitere Felder gemacht und so haben wir im Handumdrehen insgesamt drei verschiedene Feldtypen, die am Ende sichtbar bleiben. Die Wege noch schnell mit einer hellbraunen, fast gelben Farbe trocken gebürstet und dann war die grundsätzliche Bemalung schon fast fertig. Auf ein paar Felder habe ich mir erlaubt, ein paar Linien zu ziehen, damit es aussieht, als ob da gepflügt würde. Jetzt die ganze Geschichte wieder aufräumen und den Sand entfernen, weil jetzt kommt der eigentliche Prozess. Das ist der kreative Prozess, der mir am allermeisten Spaß macht und auch der einzige Grund, warum ich mich immer wieder motivieren kann, ab und zu mal eine Matte zu machen. Wir streichen alles mit verdünntem Weißleim ein und nehmen dann verschiedene Turf-Sorten. Ich nehme immer erst einen dunkelgrünen Turf, dann einen mittelgrünen Turf und dann zwei verschiedene helle Sachen, also Burnt Grass und Earth Blend, um das Ganze mit Highlights zu versehen. Wichtig ist, wenn wir wie hier Grenzen, also verschiedene Platten haben, die aneinander gehen, in einem Arbeitsschritt über die Grenze drüber und alles gleichzeitig einfach mit dem Turf versehen, damit wir hier einen sauberen Übergang haben. Auf die Hügel blende ich ein bisschen Underbrush mit ein, damit das ein bisschen unwegsamer und ein bisschen bewaldeter wirkt. Wenn das Ganze trocken ist, auch das über Nacht trocknen lassen, kommt ein ganz wichtiger Schritt. Erstmal alles, was noch lose ist, abschütteln, damit die Wege entsprechend wieder sichtbar werden. Und wir sehen schon, okay, langsam kann sich das sehen lassen. Und jetzt großzügig mit dem guten alten Versiegelungsspray alles einsprühen, damit es auch ja richtig hält. Auf den Bergen mache ich noch ein bisschen mehr Klammfoil jetzt drauf, das ist so ein bisschen bewaldeter aussieht, naja, bewaldet nicht, aber ein bisschen mehr mit Hecken aussieht. Und dann zu guter Letzt zwischen die Felder noch ganz leichte Hecken gesetzt und schon sind wir fertig. Die Präsentation für die Red Lion Games Convention steht und ich bin wahnsinnig zufrieden.